Sonntag, der 20. Oktober und somit seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung. Ja, wir sind heute hier am Rande des Saarlands, am Nordrhein-Pfalz, kurz hinter Saarburg in Kastelstadt und laufen hier eine kleine Traumschleife von 9 Kilometern, den Kasteler Felsenpfad. Da kann man auch die ersten Felsen schon sehen. Ja, gibt ein paar schöne Ausblicke. Man muss irgendwo näher noch hochklettern. Da bin ich mal gespannt. Wetter ist schön. Ja, gucken wir mal, wie es hier so ist. Allerdings gibt es ein paar Höhenmeter. Gell, freust du schon? Freut sich schon. Die Runde hat einiges an Höhenmetern. Aber für die kleine Runde ist es schon recht viel, muss ich sagen. Aber das werden wir schaffen. Wir sind gemütlich unterwegs, haben Zeit. Wir haben einen Spitkocher dabei. Wir kochen noch Kaffee unterwegs. Also, gemütliche Sonntagstour. Ich gehe mal gerade hier bei den Felsen hier gucken. Moment. Da sieht man zwar nichts. Aussicht gibt es hier keine. Die schöne Buntsandsteinfelsen, die auf dem Weg überall sind. Anders wie Müllertal, nur was anderes. Und es gibt ein paar, sagen Spinnennetz an der Kamera. Ein paar Ausblicke auf die Saar runter. Ja, soll eine schöne Runde sein, hat ziemlich viele Erlebnispunkte. Ja, da gehen wir mal los. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Kann man die Klause Kastelstadt erkennen, ganz schön weit oben. Ich glaube, da gehen wir sogar jetzt hin. Ich bin alles täuscht. Na, gucken wir mal. Bestimmt der Weg führt da hoch. Geht eh die ganze Zeit rauf und runter. Ganz schön groß. Runder Turm, Höhe 36 Meter. Kann man gar nicht glauben, das hoch ist. Das geht wahrscheinlich von ganz da unten angezählt. Nicht ab hier. Aber schön. Ja, seit 2 Kilometern geht es hier im Prinzip nur bergab. Aber das heißt auch, dass es dort irgendwann wieder hoch geht. Bis jetzt haben wir noch keine Höhenmeter gemacht. Kommen noch ein paar hundert. Ah ja, ist aber schön hier. Herbstliche Farben, das ist warm. Normalerweise müssen wir kurze Hose und T-Shirt anhaben. So warm ist das gerade hier. Ja, weiter bis runter, bis an die Saar wahrscheinlich und die Nähe. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, jetzt geht erstmal wieder bergauf. Der erste Anstieg kommt. Aber den schönen Herbstfarben und der Sonne da oben, dann macht das doch Spaß, oder? Macht ganz das viel. Das wollte ich hören. Ja, war klar, wenn man ganz runter geht, muss man wieder hoch. Weil wir müssen zurück auf den Berg hoch. Ne? Aber da vorne scheint schon wieder ein Weg zu sein. Da wird gleich mal ein Stück flach gehen. Oder auch nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass da oben dass der Altfels ist. Da kann man auch hochklettern. Wir haben uns vorher ein Video angeguckt. Jo, da geht es sogar ziemlich steil hoch. Mit Halteseilen, aber ohne Sicherung ist das zu machen. Aber hat ganz schön gefährlich da ausgesehen. Da gehen wir erstmal gucken, ob wir hochgehen oder auch nicht. Entscheiden wir dann, wenn wir davor stehen. Das ist herrlich. Ja, geradeaus da, wo die Kirche steht. Wie hat die Kirche noch geheißen?
irgendwie versteckte Kirche oder so ähnliches. Sieht man den Turm? Da sieht man den Turm. Da sind wir losgegangen. Zuerst einen Bogen da hinten rum. Und dann hier schön an den Felsen vorbei. Zack. Ganz runter im Tal. Ja, und jetzt stehen wir schon fast wieder auf gleicher Höhe. Und sind wieder hochgelaufen. Aber es geht noch viel weiter hoch. Denn da oben, das ist der Altfels. Da müssen wir hin. Da müssen wir hoch. Und zwar ganz oben drauf. Ja. Und dann melden wir uns nochmal. Schöner Weg. Sehr zu empfehlen bis jetzt. Besonders hier bei den herbstlichen Fahrten. Und so steil ist das alles gar nicht. Pilze. Grüße gehen raus an den Pilzsucher Boris. Na, weiß, was da tief im Pilz ist. Der hat irgendwo erzählt, Lamellen und so, da wird nicht so gut. Hat der Lamellen? Ich weiß es nicht. Er hat welche. Dann erstmal besser nicht. Oder irgendwas runterhängen, Lamellen. Irgendwas hat er gesagt. Schon schwer vergessen. Guck mal, wie schön. Boah. Das sind Felsen, selben Material wie im Pfälzer Wald, ne? Die Sandsteine. Ja. Ganz anders wie bei uns im Müllertal. Jo, herrlich. Was hier gefällt mir. Da gehen wir jetzt hoch. Hier ist der Maggi. Heißt Wildschwein. Das ist mir doch ein bisschen zu eng. Gehen wir mal zurück. So ein netter Weg, wo es durchgeht. Nur einen kleinen Abstecher gemacht. Ja, da stehen wir vom Altfels. Die Entscheidung ist gefallen. Grillen, offenes Feuer ist hier verboten. Nee, die Entscheidung ist gefallen. Wir wollen einmal hochgehen. Da kann man auch die Säule sehen, wo man sich kann festhalten. Es ist steil, aber mit Sicherheit machbar. Sagst du, gehst auch mit? Ja. Ach, halt dich gut fest, mit zwei Händen. Ja. Mit zwei Händen, bitte. Tito. Ja, ich auch. Ich habe eine Helmkamera, wird gleich montiert. Guck mal, wie schön der Felsen aussieht. Herrlich, herrlich. So, gucken wir mal, wie es hier hochgeht. Ist hier richtig? Ich bin schon gar nicht richtig, oder? Wo bist du denn hingelaufen? Andere, was wie eine Sackgasse. Muss noch mal zurück. Oh, wie schön. Charlene ist schon zurück. Sie hat sich nicht ganz hoch getraut. Ich versuche es mal. Ja gut, meine Höhenangst habe ich schon längst überwunden vor ein paar Jahren. Aber hier geht doch teilweise ganz schön steil. Wie, hier soll ich jetzt hoch? Solange ist mein Bein doch gar nicht. Oleg, wie mach ich das denn jetzt? Ah, hier ist eine Stufe. Ich hätte können den Rucksack unten lassen, aber ja, wenn schon mit voller Ausrüstung. Nicht nachmachen, immer schön mit zwei Händen festhalten. Mach ich auch, guck, sieht man die zweite Hand, da ist auch am Eisen. Ja, sieht man doch. Die zieht aber ganz schön. Ja, ich glaube, hier war die Stelle, wo es dann umgekehrt ist. Na, ich habe auch gut reden. Ich würde die Kamera besser mal einpacken gerade. So, Sicherheit geht vor. An der Stelle muss ich die Kamera leider mal kurz ausmachen. Um die Kurve möchte ich doch nicht mit einer Hand rumgehen. Ich starte jetzt hier meine Aufnahme. Kamera steckt vor in der Jacke. Ob man da was sieht, weiß ich nicht. Aber hier möchte ich doch mit zwei Händen festhalten. Könnte aber gehen. Man sieht zwar nicht viel wahrscheinlich, aber ja. Eine Rutsche ist zum Glück nicht. Dann ist durch diese schönen Steine ganz gut. Durch diese ausgewaschenen Kieselsteine, aber das ist, haben wir gut Grip. Ja, hoch ist einfacher wie runter. Steht fest. Müssen wir schon wieder runterkommen? So, hier muss man aufpassen. Auch schön hier.
das Seil. Gehe schon von aus, dass hier weitergeht. Jo. Ja, hier geht hoch. Da sind wir auch gleich schon oben, glaube ich. Moment. Oh, die Stufe ist so hoch. Da ist nichts mit kurzen Beinen. Nichts für Kinder. Aber vermutlich werden wir hier mit einem traumhaften Aussicht belohnt. Jo. Kann man so sagen. Gucken mal. Aber es ist absolut nicht rutschig, der Fels hier, gar nicht. Ich habe natürlich auch mal richtige Schuhe an. Trotzdem muss man aufpassen, was man hier macht. Aber es ist offiziell begehbar, man darf es halt natürlich auf eigene Gefahr. Ist klar, hier passt meine dicken Hochwasser nicht rein, die Treppe. Hauptsache ein Split-Kocher hinten drin, der ganze Zeug mit dir hochgeschleppt. Hätte man können unten stehen lassen. Da gehe ich hier, glaube ich, nicht. Ne, hier ist ja jetzt Ende Gelände. Was hat die vorgesehen, ob hier auch noch hoch geht? Ne, ne, das war's, hier bleibe ich. Weiter will ich ja nicht laufen. So. Dann gehen wir nochmal zurück. Dann drehe ich hier keinen Actionfilm. Immer vernünftig bleiben. Steht doch irgendwo geschrieben, wie weit man offiziell hier gehen soll oder darf. Deswegen, für mich reicht das. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. Schon mal zurückkommen. Ah, hier ist die Stufe. Gucken mal, wie schön. Passt der dicke Schuh nicht rein. Die schweren im Überwasserlauf. Oh, Garcia. Zack. So, ich melde mich gleich nochmal. Das ist schon sehr abenteuerlich, das hier. Das ist das nichts für sich hochzuziehen. Ich mit einer Hand wahrscheinlich nicht hin. Ups, ne. Kann man mal kurz aus. Auf jeden Fall waren schon viele Leute hier oben. Viele eingeritzte Sachen. So, wo bin ich denn überhaupt hergekommen? Und da? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Mal gucken. Schon schön hier. Allerdings muss ich jetzt mal gucken. Ah, hier ist ein Seil, da kam ich her. Ja, da müssen wir runter. Da müssen wir runter. Ich werde jetzt bergab nicht filmen oder steht die Kamera noch mal vorne rein, weil da brauchen wir definitiv beide Hände. Ja, ich werde natürlich auch gleich rückwärts runtergehen. Die ganz steile Treppe. Wie eine Leiter, immer schön rückwärts. Das ist jetzt nass, muss man aufpassen. Also, Kamera läuft, ich habe Hände frei, beide Hände kommen gleich an die Seile. Da ist die Treppe. Ich zeige dir noch einmal gerade hier von oben. Da müssen wir jetzt runter. Bin noch da. Und ich komme mich da runter, ey. Kamera aus, ich muss einen Abstieg machen. Hier geht's runter. Natürlich rückwärts. Ganz schön steil. Ich sitze mal gerade hier. Die Treppe habe ich runter geschafft. Jetzt ist hier noch, ist jetzt da zum letzten Stück wirklich harmlos. Das habe ich jetzt runter nicht gefilmt. Ich habe jetzt wirklich ewig gebraucht. Also das war nicht ohne. Da muss ich jetzt klipp und klar sagen, da kann ich nur jedem empfehlen, der absolut null Höhenangst hat. Wenn du da ausrutschst, bist du weg, keine Chance. Das überlebt keiner. Boah, ey. Und unten steht wirklich nur ein Schild,
Wie steht da betreten auf eigene Gefahr, ne? Da steht doch nichts, da irgendwie sehr steil ist, auch gefährlich, mein lieber Mann. Also, ja, natürlich sieht man das, aber ich würde da noch ein Schild hinschreiben, wo wirklich deutlich steht, ja, weiß ich nicht. Wäre ich ganz sicher, es soll noch hochgehen. Weil ich will nicht wissen, wie viele Leute da im Rückwärtsgehen hängen geblieben sind schon. Könnte ich mir schon vorstellen. Und dann irgendwie müssen eine Rettung rufen. Jo, gut. Ich bin angekommen. Ich bin zwar nicht ganz unten, aber das letzte Stück ist jetzt wirklich ungefährlich. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Ne? Also Traumschleifen, Spazierwege können noch ganz schön mit Action verbunden sein. Also hier ist jetzt hochspitz nichts dagegen. Krass. So, ich gehe mal runter, den Rest. Also, hey, Kaffee verdient. Gehen wir mal vorwärts runter. Kamera steckt vorne drin, beide Hände an Schnüren. Hier ist jetzt harmlos, sag ich jetzt mal. Die kann zwar auch runterfallen, aber da hast du wenigstens noch Überlebenschancen. Und hier die Schuhe sind für die Stufen hier teilweise zu groß. Das ist auch gefährlich. Passen da gar nicht rein. Ja, hier, aber sowas sind die Schuhe wirklich zu groß. So, mutige hoch. Komm hier. So, da will noch einer hoch. Ja, dann zeige ich jetzt mal, erzähle ich jetzt mal, wie steil das ist. Ja, der Felsen liegt schon wieder einen Kilometer hinter uns. Schon Hunger. Wir haben bis jetzt noch keine Pause hier gemacht, so richtig. Da kommt auch keine Bank. Wir wollten ja so viel machen. Ich weiß, geht wie immer. Es ist Bitkocher dabei. Mit letzter Kraft die Felsen hoch und runter geschleppt und gekocht wird auch kein Kaffee. Ist schon noch Kuchen dabei, ausnahmsweise, weil heute Sonntag ist. Wir müssen eine Bank suchen. Ich schon Hunger. Aber, was ich noch zu den Felsen sagen muss, das ist auf jeden Fall hier die Traumschleife bis jetzt, die Traumschleife mit dem meisten Action bis jetzt. Also, nicht schlecht. Nächstes Mal traut schon, nehme ich auch hoch. Nein, da werde ich gar nicht zulassen, dass die hochgeht. Warum denn? Nö, weil nicht ohne ist. So. Ne? Ja. Bin schon ein bisschen älter, ich runterfall. Bergwacht. Und unten brauchst du noch keinen Bergwacht mehr. Da brauchst du einen Herr Dings, ich nenne jetzt keinen Namen. Weißt du, wen ich meine? Herr mit R fängt er an und hört mit Grenzhänden auf, der. Was der beruflich gemacht hat, den kannst du ja nur noch gebrauchen. Das ist kein, was ich gemeint habe, aber Janine weiß, was ich gemeint habe. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal hoch. Wir sind ganz weit unten und wir müssen ganz hoch auf die Höhe nochmal, wo wir hergekommen sind. Das schaffst du, bis jetzt ging es ja auch noch. Nicht wahr? Jetzt fängt schon an. Geht hoch. So, es geht noch weiter bergauf. Ich muss sagen, der Weg ist wirklich sehr schön. Sehr schön. Geht zwar im Prinzip nur rauf und runter, ganz wenige flache Abschnitte, aber macht Spaß. Da oben sieht man schon die ersten Felsen. Ich glaube, da müssen wir nach oben drauf. Zum Schluss gibt es schon irgendeine schöne Aussicht ins Saartal. Gut, Kaffee gab immer noch keinen. Ich schleppe den Kocher schon 8 Kilometer mit. Naja, ich hoffe, das wirkt heute noch was. Aber die Runde ist wirklich sehr zu empfehlen. Als kleinen Sonntagsspaziergang. Es sind 9 Kilometer, aber ja, anspruchsvoll, muss man sagen. Geht doch tatsächlich noch mal bergab. Ich hoffe, wir werden jetzt da. Rauf und runter, wie immer, wie heute die ganze Zeit. Felsentor, naja. Ja, wir haben 9 Kilometer jetzt. Müsste eigentlich fast am Ziel sein. Die Runde hat 9 Kilometer, aber zieht sich jetzt doch ganz schön zum Schluss.
Da gab es noch einen kleinen Zuweg. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich oben sind. Die hat sich noch ganz schön gezogen jetzt. Aber trotzdem immer noch sehr schön. Muss jetzt gleich bei der Klause sein. Da gibt es noch einen schönen Ausblick runter auf die Saar. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zurück. War jetzt relativ lang unterwegs für die paar Kilometer, aber ist halt eben, war halt eben nur Pfade. Hier sind wir eben runter, glaube ich. Oder? Nee, auch nicht, auch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Geht denn jetzt weiter? Nochmal bergauf. Heute wollen sie es aber wissen. Heute wollen sie es wissen. Also Klause sind nur noch 0,4. Bäuschen. Bäuschen. Schon ihn kommt. Irgendwo. Gleich da hoch. Ja, hier sind wir wieder am Ausgangspunkt gleich angekommen. Hier waren wir eben schon mal. Waren jetzt genau 10 Kilometer. Aber ich muss sagen, die 10 Kilometer hatten ganz schön in sich. Also es ist keine Traumschleife, die mal so einfach locker leicht zu gehen ist. Da sollte man schon ein bisschen Training sein. Janine hat jetzt bloß gekämpft. Das ging ja wirklich nur rauf und runter. Zum Schluss ging es wirklich noch lange bergauf. Wir waren eigentlich schon mal im Ort und haben uns wieder runtergeschickt ins Tal, dann nochmal hoch. Also ja, das war jetzt ganz schön. Ich habe es schön gefunden. Also die Runde ist trotzdem sehr schön. Allerdings anstrengend. Und die Felsen hoch, auch nicht ohne. Aber das ist mal eine richtig schöne Traumschleife. Kann ich sehr empfehlen, hier in Kassel geht's los, in der Nähe von Saarburg. Offiziell 9,1 Kilometer, wir haben jetzt 10. Und ja, Kaffee gab es wieder, aber keinen wie immer. Hauptsache das Bitkoffee mitgeschleppt, aber ist normal für uns. Ist jedes Mal so, irgendwann klappt es dann mal. Das Tal runter sehen wir jetzt hier nicht mehr. An der Mosel, bzw. Saar, ist schon da vorne, ich gucke gleich nochmal. Aber es ist ja zugewachsen. Ne, hier waren wir eben auch schon mal. Hat schon mal runtergezeigt. Ja, hier ist die Kirche. Und da ist auch irgendwo der Park. Wenn wir jetzt hier rechts gehen, da sind wir auch schon da. Man kann im Prinzip rechts gehen. Ich kann Janine noch einmal fragen, vielleicht willst du ja doch noch einen Kaffee. Ich weiß, wo der Aussichtspunkt ist. Da sind wir eben nicht hingegangen. Weil die Leute da gestanden haben. Da gehen wir jetzt nochmal gerade hin. Den habe ich gemeint. Genau den. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, da waren wir schon. Da waren wir nicht. Und jetzt ist nämlich die Tür zu hier. Oder was? Den Aussichtspunkt habe ich gemeint. Da gehen wir jetzt hin, weil eben die Leute gestanden haben. Da gehen wir jetzt mal gerade gucken. Hier ist zu. Wieso ist denn hier zu? Jetzt ist der Aussichtspunkt zu. Komm ich schon irgendwie hin? Da gibt doch gar nicht. So eine Traumschleife ist zu. Muss ich mehr im Stall schreiben. Vielleicht komme ich irgendwo noch hin. Das ist ein Ding. Da ist der schöne Aussichtspunkt. Da ist jetzt gesperrt. Finde ich jetzt auch merkwürdig. Ich gucke mal. Vielleicht komme ich irgendwie noch dahin. So, da haben wir doch noch einen Aussichtspunkt gefunden. Ist zwar nicht in der Klause drin, aber hier sieht man natürlich auch sehr schön. Da kann man die Klause auch sehen. Und ist die Saar leicht eingetrübt. Da ist die Ortschaft Serrich. Serrich kenne ich sehr gut. Da sind wir früher Radrennen gefahren, weil RSV Serrich, wie hat er noch geheißen? Ein Serrich auf jeden Fall. Radsportclub, den Namen fällt mir gerade nicht mehr. Ah, Freiweg Serrich, so hat er geheißen. Freiweg Serrich, gibt es bestimmt noch heute noch. Da sind wir mal Runden gedreht vor 30 Jahren. Einmal im Jahr Radrennen. Und ist noch die Schleuse Serrich. Da bin ich auch zu Fuß gelaufen, unten am Radweg entlang von Trier bis zur Schleuse und dann ein Stückchen weiter. Melde mich gleich nochmal. So, jetzt mit dem letzten Blick hier auf Saartal und Serrich bin ich für heute raus. War im Großen und Ganzen wirklich eine sehr schöne Runde. Ich kann sie empfehlen. Gasler Felsenfahrt. Macht's und seht selbst, wie schön das ist. Tschüss. Mein Name ist Martin und vielen, vielen Dank fürs Schauen meiner Videos. Wir machen uns aus dem Weg nach Hause. Ist gar nicht so weit von hier, etwa 45 Minuten. Und dann, ja, dann wird gut gekocht. Wir sind jetzt hungrig. Kaffee gab natürlich wieder keinen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.